Max! Was macht ihr da? Stromschlag. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der Tag der Tage. Wir räumen die Deko weg. Ich glaube, es wird auch mal Zeit, ne? Also, die hängt jetzt seit 3 Wochen. Ungefähr. Ich schaue gerade Max an, die Celine ist auch da. Die helfen mir jetzt, die beiden. Denn die Celine, wo ist denn die? Da, Celine, nimmt die Sachen mit, da ihre Schwester auch eine Babyparty hat. Bekommt. Also Celine und Celines Mama richten die Babyparty aus, die Schwester weiß nichts davon. So, und dann haben wir uns gedacht, okay, dann kann sie natürlich ein paar Sachen, die wir nicht mehr brauchen, zum Beispiel diese tollen Teile hier, mitnehmen. Ja, damit die nochmal Verwendung finden und damit wir die nicht wegwerfen. Also wir hätten sie eh nicht weggeworfen, wir hätten sie dann zu Liams Geburtstag oder so verwendet. Also ja, wir starten jetzt durch. Ich nehme euch mit, während wir aufräumen. Und der kleine Schatz ist in seiner Federwippe. Max, du musst unbedingt neue Federn reinmachen. Bis das der Papa macht, ist Liam schon in der Schule wahrscheinlich. Also, wir starten durch. Der Max ist schon hart genervt. Hat aber wenigstens schon mal die Leiter geholt. Also, viel Spaß beim Video. So sieht's jetzt aus und mal schauen, wie es dann danach aussieht. Let's go! Also, dann ist er. Ja, ich kann wohl. Max, pass auf, dass du nicht runterfällst. Der hat, glaube ich, noch ein bisschen Restalkohol von gestern. Die waren nämlich feiern, die beiden hier. Ne? Die beiden Partymäuse. Ui. Übrigens, was ich noch sagen wollte, ne? Für das, dass die jetzt so lang schon hängen, sind die noch richtig krass gut. Oder, Celine? Was meinst du? Ja. Mega, oder? Schaut euch das mal an. Ach, und dieses Teil hier, da hatten mich auch viele gefragt, wie ich die denn befestigt habe. Und zwar habe ich mir das bei Amazon gekauft. Ich habe nämlich auch ehrlich gesagt nicht gewusst, wie das funktioniert. Da kann man dann auch so Girlanden machen um die Tür. Wisst ihr, wie ich meine? Also diese monstermäßigen, ja, Luftballon-Girlanden. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da ein bisschen recherchiert und dann habe ich das gefunden eben bei Amazon. Man muss da einfach nur ja, das Ende hier reinmachen und dann kann man sich das so gestalten, wie man möchte. Also es kommt halt auf den Abstand drauf an, wie nah man die aneinander macht und so entsteht dann eben das Muster. Ne, Max? Ja. Hat die Mama gut gemacht, oder? Wo willst du denn hin jetzt mit dem Stuhl? Hä, was machst du denn jetzt? Ach so, den räumt er jetzt weg. Okay, den braucht man nämlich noch nicht, weil der Liam noch so klein ist. Dafür haben wir ja da die Wippe. Da ist er. Die Wippe. Ja, und zu den Rosen wollte ich noch sagen, da habe ich ja da hinten das Teil gebastelt. Das hier. Ja, es wird jetzt nicht scharf. Doch, jetzt wird es scharf. Ich zeige es euch jetzt gleich nochmal von Namen. Jedenfalls habe ich dazu diese Rosen hier gekauft bei Amazon und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie gut die Qualität ist. Also bombastisch für den Preis. Kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ich hatte euch ja gefragt, ob ich diese Filzkugeln dran machen soll. Oder die Rosen. Viele haben gesagt, ich soll es abwechselnd draufkleben, aber mir hat es dann mit den Rosen besser gefallen. Was macht ihr? Der Max will hier einfach von der Terrasse runter werfen. Nein, die trägst du am besten runter. Hier habe ich einen Karton vorbereitet, da kommt jetzt alles rein. Max! Max, so bist du. Jedenfalls, ja, hier, ne? Schaut, so, ich habe die einfach mit Heißkleber da dran gemacht. Also die Celine hat mir geholfen. Finde es richtig schön geworden und das kommt in sein Zimmer. Das habe ich ja noch gemacht. Und hier sind die Filzkugeln, von denen ich gerade erzählt habe. Die hier. Damit werde ich jetzt aber was anderes basteln. Und zwar etwas fürs Auto. Da freue ich mich schon. Da mache ich ihm nämlich so ein Mobile. Der liebt nämlich Kugeln und Punkte. Wisst ihr ja wahrscheinlich, ne? Wenn er mir schon länger folgt. Ja, da sind auch noch so pastell-türkisfarbene mit dabei. Ja, also wir räumen das jetzt hier alles weg. Das
müssen wir auch noch fertig basteln, also ich. Dafür habe ich ja die Polaroid-Bilder gemacht. Und das Teil kommt dann in sein Zimmer. Aber nicht kaputt machen, Max, Schatz. Ja, genau. Genau, dann nehmen sie nicht so viel Platz weg. Dann machen wir die so zusammen und dann kommt das hier rein. Was machst du da oben, Max? Warte, ich nehm's. Ja, die machen wir am besten auch zusammen. Platz sparen. Ich filme Max da runter unter die Hose. Kleiner Scherz. Der Max veräppelt mich ja auch immer. Kann ich den auch mal veräppeln? Ja, wenn man auf jeden Fall gut damit umgeht, kann man die Sachen nochmal verwenden. Hallo. Ja. Das habe ich im Liam so leicht aufgesetzt, weil seine Taufparty einen Geburtstag hatte und da haben wir ganz schnell ein Bild gemacht. Das sah so süß aus. Und die Teile, die fand ich auch cool. Die kann man auch zum Kindergeburtstag nochmal verwenden. Oder so halt, ne, für eine Gartenparty. Da hatte ich ja diesen großen Getränkespender. 1, 2, 3, Sprachsteuerung. Sprachstörung, so. Ja, und da hatte ich diese Fläschchen nebendran mit Strohhalm. Und da konnte man sich was rausnehmen. Ja. Schön macht ihr das. Und ich habe nur die Kamera in der Hand. Ja. Ey, morgen gibt's gutes Wetter, Max. Ja, weil wir noch keine Lampe haben, ne? Auch sau peinlich, oder? Ich glaube, das lassen wir hin. Wir sind wenigstens ehrlich. Genau, lass uns da so Lampen reinmachen. Fällt auch gar nicht auf. Also schaut mal, für das, dass diese Ballons vor 3 Wochen aufgepustet wurden mit Helium, sind die noch richtig krass, oder? Also da muss natürlich noch mal Helium jetzt rein, aber... Ich finde es trotzdem richtig cool. Und das Teil habe ich mit Max gebaut, gebastelt, wie auch immer. Celine, magst du davon auch noch was mitnehmen? Die Dinger hier zum Beispiel, die sind auch voll süß. Schau mal, die kannst du auch auf den Tisch stellen, wenn du magst. Oder legen, viel mehr legen, ja. Der Max hasst übrigens Deko. Hat er gerade gesagt. Ja. Er hat ja auch bald Geburtstag. Celine, bring das Zeug ja wieder. Ja. Brauche ich für den Max. Dann steht hier Max. Scherz. Brauchst du nur noch ein X im A? Mach nur Spaß, Leute. Mach nur Spaß. Schönetti, die machen hier alles. Ich halte nur die Kamera. Dass ihr nicht gehört habt, was der Max gerade gesagt hat. Der hat gesagt, für ihn ist Deko Abfall. Ich glaube, für die meisten Männer. Oder? Ja. Also. Jetzt rührt ich. Genau. Hier, Tara hat ihren Sekt vergessen. Aber ich sehe die Tara ja bald wieder. Das war übrigens auch unser Gastgeschenk. Beziehungsweise das Platzkärtchen. Genau, hatte ich ja so auf dem Tisch. Ja, Max hat gerade gemeint, er müsste die Adresse von Tara verraten. Die wohnt aber gar nicht in der Goethestraße 10. Da wohnen doch wir. Oh. Mayra hat's auch vergessen. Ey, ihr seid so Opfers. So. Weiter. Da ist das Ding dabei. Bei den Möbeln und alles. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur der Bauch. Oder? Ja, weiß ich. Da, ne? Guck. Da. Und das ist so süß. Süß, ne? Da hat die Tara einen Heiligenschein. Auch lustig, ne? Dann haben wir... Ich räume halt auf. Das ist auch süß. Aber nicht und das... Nee, Max, Schatz, die Tischdecke kannst du ruhig wegwerfen. Das passt schon. Er verarscht mich schon wieder. Weil ich gesagt habe, dass wir das andere noch verwenden können. Also das hier. Und jetzt veräppelt er mich gerade. Und meint, ob wir die Tischdecke noch aufheben sollen.
Ja, ich habe im Moment so viele Verlosungen und da kann man das doch mit reintun. Das ist doch voll schön. Gut, ich muss dann mal rein. Komm, tust du rein, die Celine soll es entsorgen. Max, wieso machst du das hier nicht? Jetzt ist es plötzlich voll leer hier. Das Bild hier, das schenke ich der Celine. Und zwar hatte ich das ja eigentlich für Liams Zimmer gekauft. Also wir wussten ja nicht, ob Junge oder Mädchen. Und jetzt haben wir gerade den Schriftzug Liam in sein Zimmer rüber. Und da war eben dieses Bild. Und das schenke ich jetzt eben der Celine. Die freut sich. Die ist ja ein Mädchen. Dankeschön. Oh Mann, da unten ist jetzt der Karton, oder? Ja. Da. Das bringt der Max jetzt alles weg. Zusammen mit ihr. Also wir sind fertig. Wir haben das nochmal ganz kurz hier hingehängt wegen dem Thumbnail. Aber ja, jetzt sieht es im Endeffekt so aus. Also ganz komisch ist es jetzt, dass es so leer ist hier. Aber gut, so ist es. Ich muss noch den Boden durchsaugen. Oder absaugen. Da ist mein Staubsauger. Aber der kleine Schatz schläft. Und deshalb ja, mache ich das dann später. Also, danke. Bitte. Willst du das jetzt mitnehmen oder was? Für was? Für deine Party? Party. Tschüss. Achso, du brauchst ja noch die Ballons. Die musst du doch noch mitnehmen. So, meine Lieben, das war's von unserer Seite. Wie gesagt, das kommt jetzt noch runter. Und der Foto-Backdrop kommt auch runter. Mal schauen, für das nächste Event. Ja, dazu habe ich euch auch noch ein Video vorbereitet. Ich muss mal schauen, ob ich es online stelle, weil mich viele danach gefragt haben, wie wir das zusammengestellt haben, wo wir das her haben und so weiter. Und ja, mal schauen, ob ich euch das online stelle. Und die beiden, die warten hier, damit ich jetzt hier meine Verabschiedung mache. Mein Gott. Die wollen, glaube ich, was Gescheites essen jetzt. Jedenfalls ist es jetzt hier ein bisschen ordentlicher und ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch dazu mitgenommen habe. Mal ein anderes Video, einfach mal so. Der nächste Vlog, der folgt. Ich beginne mich jetzt mit dem Vlog. Ich muss mich aber noch umziehen und ja, da hoffe ich natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Kostenlos den Kanal abonniert und dann verpasst ihr das Video auch nicht mehr, beziehungsweise alle anderen Videos auch nicht. Und der Max guckt voll gelangweilt. Also macht's gut. Tschüss. Max, sag schön tschüss. Tschüss. Celine? Tschüss. Tschüss. Ordentlich, Celine. Tschüss. Ich verarsche sie übrigens immer. Ich sage immer Celine. Sie heißt natürlich Celine. Also,